Guten Morgen Deutschland, ich freue mich aufs Potluck, ich gehe jetzt gleich hin, Rohkost Potluck, wir treffen uns, wer das nicht weiß, wir treffen uns und werden wieder rohköstliche Köstlichkeiten austauschen, jeder hat ein bisschen was gemacht, manche bringen noch frisches Obst und Gemüse mit und dann setzt man sich halt hin, bei der Kälte steht man vielleicht eher und ja, hat einfach eine wunderschöne Zeit miteinander, man redet offen, ehrlich, liebevoll, es ist eine wunderbare Atmosphäre, es wird leider das letzte Rohkost Potluck dieses Jahr sein. Und entsprechend ist da auch ein bisschen eine Träne dabei, aber es ist einfach wunderschön. Ich habe mich jeden Monat darauf gefreut und ich kann es einfach jedem nur empfehlen, sich Gleichgesinnte zu suchen. Und im Rohkostbereich habe ich persönlich eigentlich fast nur richtig geile Menschen getroffen, muss ich so sagen wie es ist. Ja, ansonsten möchte ich euch heute ein Rezept, quasi Rezept geben für eine glutenfreie Pizza. Ich habe das jetzt nicht als extra Rezept gemacht, aus dem einfachen Grunde, weil ich meine neuen Rezepte alle in demselben Stil machen möchte. In diesem Stil mit dieser Musik unterlegt und dass die Zutaten ein bisschen für sich selber sprechen und ich eben nicht spreche. Bei dem Rezept, das war halt einfach im Rahmen meiner glutenfreie Challenge einfach so ein bisschen zusammen gemacht und Dings. Deswegen tue ich das mit sozusagen in so einem Video mit verarbeiten. Und das Ergebnis der Pizza, das habe ich ja euch schon gesagt, also sehr sehr unspektakulär für mich, also es war eine Pizza, aber der Geschmack war nicht so wie Luigi und Luigi, wer es nicht kennt, unbedingt machen. Luigi ist monströs, es ist einfach die geilste Pizza der Welt. Und ja, entsprechend werde ich euch das gleich zeigen, also wer sich dafür interessiert. Und ansonsten möchte ich nochmal eine Sache, die mir aufgefallen ist, euch näher bringen, die mir bewusst geworden ist, und zwar Food Diary. Warum jeder ein Food Diary machen sollte? Aus dem einfachen Grunde, weil ja das Bewusstsein ist. Wenn ich mein Food Diary mache, wenn ich esse, bevor ich esse, nehme ich meine Kamera zur Hand, um es aufzunehmen. Und das ist ein Schritt der Bewusstheit. Was esse ich jetzt? Ich nehme jetzt auf. Und für manche eine ist das dann auch, und das zeige ich jetzt. Und da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen oder so weiter. Für mich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich seit fast ein Jahr jeden Tag mein Essen da abfilme. Aber generell für den Einstieg könnte das was ganz Positives sein. Also ein Food Diary fördert auch immer wieder die Bewusstheit. Das ist auch das Positive am Kalorienzählen, dass man durchaus das nicht nur negativ ist, sondern dass man dann auch schaut, aha, okay, das habe ich jetzt gegessen und das ist drin, auch wieder ein Schritt der Bewusstheit. Also ein Food Diary einfach bei YouTube posten, finde ich eine wunderbare Sache, weil man eben beim Essen oder vor dem Essen das aufnimmt und sich dessen bewusst ist. Vielleicht so der erste Schritt zu EOD. Naja, auf jeden Fall ja, soll jetzt das Rezept oder ja, meine Schritte zur Herstellung einer glutenfreien Pizza folgen. Bitte. So, meine erste glutenfreie Pizza. Ich bin gespannt, ob es klappt. Das ist also der Teig, den ich gemacht habe, kleben tut er, das ist der jetzt ohne Flohsamenscheiben. So, naja, klebt natürlich nicht. Das heißt, man kann vielleicht eine Pizza draus machen, aber er klebt natürlich nicht so, wie er sein sollte, logischerweise. Die Hefe hat auch irgendwie nicht wirklich was gebracht. Man kann das quasi so auseinanderdrücken wie so ein Fladen. Das hat aber ja, wenig mit der Pizza zu tun. Und man sieht auch hier, die Zähigkeit ist nicht wirklich pralle. So, ich habe also jetzt den Teig platt gemacht. Und zwar habe ich angefeuchtete Finger genommen und dann mit den feuchten Fingern verteilt. Das geht dann relativ gut. Ich habe unten noch mal ein bisschen Öl verteilt. Ich bin natürlich gespannt, ob sich dann die Pizza lösen lässt. Wahrscheinlich wird sie einfach brechen, wenn ich sie raushole. Ich muss mal sehen. Ich werde den Teig jetzt leicht anbacken lassen, weil der ist ein bisschen dicker als normaler Pizzateig. Und ja, werde dann Tomatensauce und alles drauf machen. Und naja, bin dann mal gespannt, aber habe keine so große Hoffnung, weil das ist schon arg porös, wenn man den jetzt schon so nicht behandeln kann. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, dann wollen wir mal schauen, wie weit die Pizza hier runter geht und was hier nur abgeht. Also das wäre jetzt eine glutenfreie Pizza. Ja, das ist schon so eine ganz schöne, merkt das schon. Man sieht das hier, reißt es ein. Man müsste die einfach quasi so runter
runter. Naja. Ist natürlich, ich meine, es ist eine Pizza und sie hält auch. Na gut, doch, sie hält gar nicht so verkehrt. Also, glutenfreie Pizza, ja, werde ich dann gleich mal kosten. So, dann werde ich mal sehen, wie die glutenfreie Pizza schmeckt. Erstmal kann man sie in der Hand nehmen, ohne dass sie abbricht. Das ist die erste Frage. Jo, das funktioniert. Ist unten ein bisschen knusprig, aber bei weitem nicht so, eher so wie so ein Mürbteig, so ein mürber Keks. Also nicht dieses krosse Knackgefühl wie bei einer richtigen Pizza, wobei man sie hätte vielleicht noch ein bisschen länger drin lassen können. Geschmacklich würde ich sagen, okay, aber bei weitem nicht so wie ein richtiger Pizzateig. Es ist in Ordnung, man kann glutenfreie Pizza problemlos machen. Geschmacklich ist halt nicht so pralle und auch die Verarbeitung war halt auch nicht so toll. Aber wenn man denn unbedingt Pizza essen will, wunderbar, substituiert man einfach Kichererbsenmehl, also nimmt statt normalen Mehl Kichererbsenmehl und dann hat man eine ganz normale glutenfreie Pizza. Und es geht, also es geht wirklich. Und der Belag schmeckt natürlich genauso wie sonst auch immer, bloß halt unten der Teig halt nicht ganz so. Aber easy peasy würde ich sagen, also durchaus Erfolg. Ja, das war's dann schon wieder und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Potluck, habe einen Wildreissalat gemacht. Wildreissalat natürlich nicht gekocht, sondern eingeweicht. Ich habe 3 Tage in kaltem Wasser meinen Wildreis eingeweicht, nicht gekocht, gar nichts, ein bisschen quellen lassen, das auch nicht gekeimt, sondern wirklich eingeweicht. Und habe ihn dann sozusagen verarbeitet zu dem Salat. Das Rezept dazu, das wird auch noch kommen. Entweder heute Morgen, übermorgen, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall auch wieder abgefilmt. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich mache mich los und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.